Zwischen Feldern nähern sich zwei Radler. Sag mal, wie fährst denn du Radl? Ja, wie die Profis. Ja, weil die alle getoppt sind. Er lehnt auf dem Lenker. Deswegen fahren sie aber trotzdem im Windschatten. Dann frage ich mich, wer da einen Schatten hat. Ja, der Kirwitz, vollkommen manisch mit seinem depperten Energiesparwettbewerb. Stimmt. Jeder Kleinkriminelle fährt einen Mittelklassewagen und wir sollen so zu noch retten. Ich will jetzt sowieso bloß aufs Foto mit dem Umweltminister. Alles andere ist doch dem vollkommen wurscht. Sein Rad wackelt. Irritiert schaut er nach unten. Der Hinterreifen ist platt. Staller steigt ab, legt das Rad hin und fasst an den Reifen. Fix rein! Scheiße! Wütend hebt er das Rad hoch und schmeißt es gegen einen Zaun. Hubert zückt sein Handy. Todeszeitpunkt Fahrrad, 10.53 Uhr. Die Polizisten schauen in die hügelige Landschaft. Und sie? Er zeigt auf eine Wiese. Da wäre Mitfahrgelegenheit. Und stellt sein Fahrrad am Straßenrand ab. Die beiden gehen auf einen offenen, grünen Traktor zu, der in der Sonne unaufhörlich im Kreis herumfährt. Ist der besoffen oder ist das eine neue EU-Verordnung? Das weiß man nicht bei denen Deppen in Brüssel. Hallo? Hallo? Der Traktorfahrer hängt vorn übergebeugt über dem Lenkrad. Er trägt einen Filzhut und ein kariertes Hemd zu einer Latzhose. Hubert springt hinten auf den Traktor, ein altes Fendt-Dieselross. Er hält sich am Fahrer fest, beugt sich weit über ihn und hantiert mühsam im Fußbereich. Und upsi, Kreislauf! Der zieht am blutigen Hemdkragen des Fahrers. Na, ist erschossen. Staller schluckt. Hubert und Staller. Mit Christian Tramitz als Franz Hubert. Dunkelblond, blaue Augen, braun gebrannt. Helmfried von Lüttichau als Johannes Staller. Dunkles Haar, große Nase, breiter Mund. Michael Brandner als Polizeirat Raimund Girwitz. Korpulent, graumeliertes Haar. Karin Thaler als Pathologin Anja Licht. Klein und blond. Viel Wind um nichts. Anja am Tatort zu Hubert. Ein Schuss, Verletzung des Herzens, Hauptblutgefäße. Das war's, bin fertig. So, da hat wer gut gezielt, hä? Anja hält einen Geldbeutel. Ernst Porschinger, Graben 1. Ah, und hier, Mitgliedsausweis vom Schützenverein. Ja, hätte eigentlich gleich zurückschießen können. Das Porträt einer Dunkelhaarigen. Hey, eine hübsche Frau, hat er gehabt. Der sagt, dass das seine Frau ist. Von wem sonst soll er ein Foto in seiner Brieftasche gehabt haben? Ich habe damals auch ein Foto von dir. Ist wurscht. Du hast ein Foto von mir im Geldbeutel gehabt. Staller auf dem Traktor winkt. Anja und Hubert kommen auf die Wiese. Der Rettungswagen fährt davon. Er zeigt zum Wald am Wiesenrand und fährt darauf zu. Neben einem großen Baum zielt Staller mit einem Stock. Da hat der Schütze gestanden. Wer weiß denn das? Der Traktor fährt da rein in die Wiese, gegen den Strich. Das siehst du an die Spuren. Jetzt kommt da der Schuss. Er verreist, fährt in den Kreis rein. Du hast sozusagen da das gleichschenklige Dreieck. Ja, aber gefunden hast du nichts? Ich finde schon noch was. Da! Ein paar Meter weiter liegt ein toter Jack Russell Terrier in Hundepullover mit Glitzerhalsband und Glitzerleine. Was tut ein Hund in dem Aufzug im Wald? Vielleicht wollte er in den Opa und hat sie verlaufen. Hubert entfernt sich und nestelt an seinem Hosenstall. Todesursache? Auch erschossen. Hubert stellt sich vor den großen Baum, stutzt und bückt sich. Mit zwei Patronenhülsen in den Händen kommt er wieder hoch. Hansi! Ja. Respekt, alles da. Ja, dann packen wir zusammen. Der Hund muss auch zu mir ins Labor. Ich lade die Radl ein. In Girwitz Büro. Der Polizeirat und ein Mann. Was Sie hier tun, Herr Isensee, das bringt der Region mehr als jede Entscheidung aus München oder Berlin. Isensee lächelt. Pioniergeist, daraus ist die Turnerwind entstanden. Und Ihr Engagement entspringt demselben Gedanken. Jetzt übertreiben Sie aber. Nein, im Ernst, Herr Girwitz. Dass Ihr Revier an diesem Energiesparwettbewerb teilnimmt, das ist ein wichtiges Signal. Ich sehe das so. Wir haben eine Vorbildfunktion für die Bürger. Ich war mit gutem Beispiel voran, wenn Sie verstehen, was ich meine. Genau das meine ich. Und deswegen möchten wir die Turnerwind Sie unterstützen. Ich stelle Ihnen kostenfrei ein Elektromobil zur Verfügung. Was halten Sie davon? Das ist wirklich sehr großzügig von Ihnen. Schließlich wollen wir auch, dass Sie gewinnen. Und Sie wissen ja, nur Sieger schreiben Geschichte. Da bin ich voll bei Ihnen. Ja. Ich muss nur erst mit der Dienstaufsicht reden. Nicht? Sie verstehen, Geschenk an die Polizei. Das ist heikel. Bestechung. Ja.
Ja. Riedel steht in der Tür. Ich wollte nur sagen, ich bin fertig. Ah, ja. Der Kollege zum Beispiel hat gerade draußen ein Solarpanel installiert, nicht? Sie sehen, Herr Isensee, das ganze Revier ist voll dabei. Riedel lächelt. Neben der Wiese an einem dunklen, vollbeladenen BMW-SUV. Du, Anja, du müsstest vorher noch einmal kurz zum Poschingerhof. Zum Poschingerhof? Was soll ich denn da? Na ja, das liegt doch auf der Strecke. Ach, Geografie war nie dein Ding. Aber jetzt wegen der Frau und wenn es da Kinder gibt, dann ist doch deine Sensibilität die erste Wahl. Das mit der Sensibilität nehme ich als Kompliment, aber danke, hab zu tun, am Revier ist Endstation. Staller hält eine Tüte. Vielleicht war ja doch der Hund das eigentliche Ziel. Und der Poschinger war nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Wahrscheinlich war es einfach ein besoffener Jäger. Du, der Täter hat auf eine Entfernung von, naja, bestimmt 80 Metern ins Schwarze getroffen. Der war nüchtern und ein exzellenter Schütze. Und wir sollen jetzt der Frau erzählen, dass ihr Mann exzellent vom Traktor geschossen worden ist. Ne? Sie steigen ein. Wie gesagt, ich hab zu tun. Herr Poschinger wartet schon in der Pathologie. Abfahrt! Vor dem Revier. Staller schleppt sein kaputtes Rad und die schwarze Tüte. Junge, das Vieh hättest du aber jetzt Daniel mitgeben können. Der SUV fährt weg. Er schafft Zeiten. Weil es bloß wegen dem scheiß Radl. Kennst du das? Wenn du Butter kaufen willst, gehst in den Supermarkt, kaufst 1000 Sachen, kommst wieder heim und hast alles gekauft, bloß kein Butter. Achtung. Riedel und Girwitz kommen. Stolz zeigt der Chef. Wie gefällt's Ihnen, ne? Zum Solarpanel hoch. Ja, er will heute Solar, ne? Photovoltaik. Das kann an guten Tagen unseren Kaffeeautomaten am Laufen halten. Super. Was ist mit dem toten Treckerfahrer? Ja, der ist in der Pathologie. Ja und? Und wir warten. Worauf? Dass sich der Fall von selber löst, oder wie? Hm? Er entdeckt Stallers Rad. Was ist denn damit passiert? Das zeigt doch nach Norden. Muss das nicht nach Süden zur Sonne hin? Das Solarpanel. Das zeigt dahin, wo es hinzeigen soll, Staller. Und genauso haben wir es gemacht, stimmt's, Riedel? Nicht? Ja. Energieeffizienz ist das A und O. Aber Sie wollten mir noch erklären, was mit dem Fahrrad passiert ist. Vandalismus. Ja, kaum einen Moment aus den Augen gelassen, dann schaut's schon so aus. Dann sehen Sie mal zu, dass das flott wieder repariert wird, ja? Und was mit dem Beutel? Ein toter Hund. Ja, haben wir am Tatort gefunden, Riedel. Gibt's da vielleicht schon eine Vermisstenmeldung? Herr Kiewitz, für mich zeigt es nach Westen. Warum nicht gleich nach Nordost oder Südwest? Hm? Ich hoffe, Sie sind bei Ihren Ermittlungen mit dem Treckertoten nicht genauso orientierungslos. Na, da sind wir auf dem Sprung, also zur Frau vom Toten. Ja, dann springen Sie mal. Hm? Der Streifenwagen fährt auf ein großes Bauernhaus zu. Unter einem Fensterladen hängt ein Plakat. Darauf steht Aktion Gegenwind, Turnerwind raus. Treffen heute 19 Uhr im Gasthof Schwarzer Adler. Die Dunkelhaarige fegt vor dem Haus. Sie sind doch mit Sicherheit die Frau Poschinger. Ja, das bin ich. Ja, das trifft sich gut. Das ist der Kollege Hubert. Was? Mein Name ist Staller, wie Stall, also bloß mit ER hinten dran. Sie kommen sicher wegen der Versammlung heute. Wollen Sie zu meinem Mann? Na, wir kommen wegen Ihrem Mann. Ist was mit ihm? Jetzt sag halt, dass ihn da schossen. Steif kippt Frau Poschinger nach hinten. Hubert fängt sie auf. Sie liegt auf dem Sofa. Das war das Schönste für ihn bei dem Wetter noch so aufs Feld. Frau Poschinger, wie schon gesagt, Ihr Mann. Und heute hat er auch noch den Hut auf, den ich ihm vor einer Woche zum Geburtstag geschenkt habe. Und jetzt kommt er nie mehr zurück. Nie. Also den Hut, den hätten wir sogar noch. Der ist auch noch vollkommen intakt. Erschossen, haben Sie gesagt. Auf dem Traktor, einfach so. Sollen wir vielleicht jemand anrufen? Die Oma? Hausarzt? Na, ich komm schon zurecht, aber bitte schön, gängern Sie jetzt. Die Polizisten verlassen die Wohnstube. Draußen betrachten sie ein weiteres gelbes Plakat am Zaun. Ja, Turnerwind raus, also freundliche Aufforderung, die klingt anders. Ja, komm, Kampfansage. Vielleicht sollten wir ja mal in dem Schwarzen Adler vorbeischauen. Im Revier steht eine schwarz gekleidete Frau mit einem Jack Russell Terrier im Hundepullover vor Sonja. Gut, Frau Schwarzhuber, dann haben wir jetzt Stammbaum, Rasse, Geburtsdatum, Farbe, Name. War der denn gechippt? Hört sich aus wie eine Tierquälerin. Wissen Sie denn nicht, dass die Tiere da permanent irgendwelchen Strahlungen ausgesetzt sind? Nein, mein Fräulein, das wissen Sie natürlich nicht. Und der sah jetzt genauso aus wie der hier? Ja, genauso. Nur schöner ist er, der Baby. Riedel kommt. Ja, was ist denn da, Fanny, der Kleine? Ja, hallo, ja, bist du ein schöner Kerl. Eigentlich sind es jetzt zwei, aber der Baby ist weg. Bestimmt hat ihn jemand entführt. Na, den hat niemand entführt. Fragend schaut Sonja hoch.
Der Streifenwagen rast an zwei entgegenkommenden Rennradlern vorbei. Im Wagen dreht sich Hubert von der Rückbank weg. Hansi, warum hast du das Fehlen in den Kofferraum rein? Wenn es mit der Windkraft zu tun hat. Ja, so ein Schild da in der Landschaft, es ist doch ein bisschen militant. Hansi, der Hund stinkt. Nachbarschaftsstreit. Ja, kommt auch vor da auf dem Land. Oder halt die klassische Eifersuchtsgeschichte. Ich meine, hübsch ist sie ja, die Witwe. Ja, da wär's ja froh gewesen, dass er weg ist, aber der hat ja ganz anders reagiert. Körpersprache. Es ist wie ein offenes Buch. Und was steht drin in deinem Buch? Ja, leider nicht viel, weil die sich gleich hingelegt hat. Hansi, entweder du tust den Hund in den Kofferraum oder ich schmeiß ihn zum Fenster raus. Weil vielleicht hat die das bloß gespielt, die geschockte Witwe. Das Gesicht hinter der Maske, das müsste man sehen. Ja. Ja, wir sind wegen dem Hund unterwegs. Was? Gut, dann bringen wir gleich mit. Bis gleich. Hey, bist du ein netter Mann? Ja, das er gibt dem Hund ein Stück Wurst. Aber traurig ist er nicht, war mein Baby. Staller wirft die Tüte auf Sonjas Schreibtisch. Das gibt's ja nicht. Ist ja wie ein Ei dem anderen. Wo ist er? Ach so, da. Hubert zeigt auf die Tüte. Staller öffnet sie. Frau Schwarzhuber hält dem Hund auf ihrem Arm die Augen zu und linst in die Tüte. Mann, Baby. Was ein Auto? Na, Gewehr. Hast du das gehört, mein Baby? Das war ein ganz, ganz böser Mensch. Darf man fragen, was hier los ist? Girwitz mit Karton. Frau Schwarz. Fräulein Wirtz. Wenn Sie nicht am PC arbeiten, gehen Sie doch bitte in den Energiesparmodus. Das hatten wir doch gestern schon. Sie sind der Chef. Ja, Girwitz, was können wir tun? Fassen Sie den Mörder von meinem Baby. Herr Girwitz, versprechen Sie mir das. Fragen zieht Girwitz zu den Kollegen. Sonja deutet verstohlen zur Tüte. Wir geben unser Bestes. Ja, Staller, Sie kümmern sich drum, ja? Riedel. Jawohl. Das sind LEDs. Die drehen Sie rein. Überall. Okay? Jawohl. Hubert, Sie kommen mit mir. Ja. Staller schließt die Tüte wieder und geht zur Tür. Ich will ihn noch mal sehen. Überrascht schaut Staller sie an. In Girwitz Büro. Dieser Traktorfahrer. Poschinger. Ja, dieser Poschinger. Der wird erschossen und dann nämlich der Hund von der Schwarzhuber auch erschossen. Wie geht das zusammen? Vielleicht Kollateralschaden? Vielleicht kommen wir nicht weiter. Was ist mit der Frau des Opfers? Das ist eine frisch gebackene Witwe. Da muss man einfühlsam vorgehen. Wir sind keine Seelsorger, wir sind Ermittler. Also kritische Distanz, Hubert. Also was? Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, die waren gegen diesen Windpark. Da steht ein Riesenschild in der Einfahrt. Turnerwind raus. Das verstehe ich nicht. Ja, der ganze Ort demonstriert dagegen. Gegen die Turnerwind? Aber die Windkraft ist doch eine wunderbare Sache. Na, das schaut doch nicht schön aus, wenn lauter Propeller in der Wiesn drin stehen. Ach ja, alle wollen die Energiewende, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Da muss doch jeder seinen Beitrag leisten. Nee? Ah, apropos, hier. Eine Steckerleiste. Für Sie. Für Ihr Büro. Im Vorraum. Der hat quasi gar nichts gespürt. Das ging ganz schnell. Wie wenn ein ICE, aber ein Kleinwagen, batscht schon aus. Man macht sich halt Gedanken. Schauen Sie nur, wie sie zittert, mein Baby. Ja, wenig Körperfett halt. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen, die Pflicht ruft. Er geht. Sie hört gar nicht auf zu zittern, sehen Sie nur. Ja, aber diese kleinen Hunde, die zittern doch eigentlich immer. Sie müssen uns zum Arzt bringen, sofort. Frau Schwarzhofer, wir sind ja kein Taxiunternehmen. Die setzt den Hund auf den Boden. Freund und Helfer wollen Sie sein? Herzlos sind Sie. Komm, Baby. Sie geht. Staller kommt zurück. Super. Ihr dampft alle ab und ich muss mich hier zutexten lassen. Was ist denn das? Eine Pfütze am Boden. Wer das wegmacht, das würde mich mal interessieren. Riedel! Ich hab jetzt erstmal einen Kaffee. Riedel mit Glühbirne. Was soll ich jetzt mit dem machen? Die funktionieren doch alle. Ins Archiv irgendwo einsortieren, was weiß ich. Aber erst einmal muss der Hund in die Pathologie, bevor der wieder das Leben anfängt. Genau. Riedel greift zur Tüte und tritt in die Pfütze. Sie fix! Ja, das muss auch weg. In Girwitz Büro. Und wissen Sie, wie viel CO2 wir einsparen, wenn Sie aufs Dienstfahrrad umsteigen? Momentan braucht unser Dienstwagen 10 Liter Sprit am Tag. Und Sie verbrauchen nur Kalorien. Hubert glotzt ihn an. Im Flur vor dem Kaffeeautomaten. Herr Schäft, warum kommt denn da nichts? Also die Turnerwind, die ist ein europaweit arbeitender Energiekonzern. Vielleicht ein bisschen höher. Staller schlägt weiter oben. Und der Beauftragte für Bayern ist ein gewisser Frederik Isensee. Der war auch schon mal beim Girwitz. Der hat sofort versucht, mich anzumachen. Und? Ja, nix und auf so eine Typen stehe ich nicht. Versuch doch noch mal ein bisschen höher mit der flachen Hand. Gelinger, höher, kürzer, tiefer. Ihr schafft es! Geht es nicht! Sonja bückt sich. Warte. Und kommt mit dem verstaubten Stecker wieder hoch. Welcher Depp zirkt denn dran Stecker raus? Der braucht da mindestens eine halbe Stunde zum Aufheizen. Übertreib doch nicht. Ich hab's getestet. 26 Minuten, wer ist denn so blöd?
als erstes Revier in Bayern ein Elektromobil. Ein Polymobil sozusagen. Das ist doch Sabotage. Da hat schon wieder einer den Stecker vom Kaffeeautomat rausgezogen. Vorgestern auch schon. Jetzt bleiben Sie mal ruhig. Wie soll ich da ruhig bleiben? Da gehört eine Videoüberwachung her. Ja? Gerade bei der Arbeit, da haben wir doch ein Grundrecht auf einen heißen Kaffee. Hansi. Grundrecht auf eine intakte Umwelt. Darum sollte es gehen, Staller. Ja, von mir aus. Sehen Sie das? Rot und Grün? Ja, genau. Ein Wandkalender. Rot steht für die ungeraden Tage, Grün für die geraden. Also, an den roten Tagen bleibt der Automat aus. Also ist er an den grünen. Hubert meldet sich. An. Einsparpotenzial sage und schreibe 50%. Wieso? Ich hab geglaubt, die Maschine kriegt den Strom da von dem Ding auf dem Dach. Ich bin gerade dabei, das durchzuarbeiten. Ne? Aber was ist mit dem Treckerbord? Ja, wir müssen uns um die Windkraftgegner kümmern. Ach, er geht. Und mit dem Fahrrad? Ja, so gut wie fertig. Auch er geht. Vor Girwitz liegt die Steckerleiste. Staller schiebt sein Rad ohne Vorderreifen in den Kofferraum des Streifenwagens. Das Hinterrad ragt heraus. Staller drückt die Klappe herunter. Das passt schon, Hansi. Einsteigen. Der Streifenwagen hält auf dem Parkplatz vor dem Gasthof Schwarzer Adler. Daneben ein großer, leerer Kinderspielplatz. Die Polizisten betreten eine überdachte Terrasse und gehen weiter in die gut besuchte, helle Gaststube. Der Traum von jedem Lehrer. Ja, man kommt da rein und alle halten's Maul. Grüß Gott, Polizeiobermeister Hubert. Das ist der Kollege Staller. Der Linz zur Wirtin. Ja, wahrscheinlich wisst ihr es alle schon. Also heute in der Früh ist leider der Herr Ernst Poschinger erschossen worden. Und ja, weil er das Maul aufgemacht hat. Ein Lockiger. Nicht für einen Batzen, gell, mit dem Isensee und der Turnerwind ins Beck gestiegen ist. Da hatten andere schneller die Hosen unten. Halt's meiris, Meier. Ja, das passt eigentlich nicht, dass ich die Wahrheit sag. Die wollen mich genauso da schießen wie in Ernst. Das glaubt's aber. Einer in Tracht. Du lügst doch, wenn's das Maul aufmachst. Korrupter Hund. Der Trachtler stößt Rissmeier. Der wehrt sich, die beiden raufen zwischen den Tischen. Hubert packt die beiden. Freunde, wir spritzen ein bisschen draußen im Garten weiter. Und schiebt sie aus der Tür. Die Wirtin? Ja, und die zwei sollen sich jetzt die Schädel einschlagen, oder wie? Ja, früher wäre ich da auch richtig dazwischen, aber heute setzen wir eher auf Deeskalation. Sie sind die Wirtin? Ja, die Simone. Hansi, servus Simone. Wollt ihr was trinken? Es geht aus Haus. Nein, wir sind leider im Dienst. Ja, so geht es schon seit einem Jahr. Kein Tag ohne Ärger. Wegen dem Poschinger? Ja, das war der Leitwolf von den Windkraftgegnern. Vor ein paar Wochen hat er sich noch mit dem Leitner geprügelt. Seitdem habe ich nicht mehr gesehen. Hat mich schon gewundert. Gut, dann schauen wir mal, ob die zwei schon fertig sind. Pfiat euch. Auf dem Parkplatz. Aufhören! Hansi. Sei fix, du mal aufhören, mein Gott! Ja. Name? Ich? Hey, auch von mir aus, alles ein Name. Leitner, Sebastian. Schreiben Sie Lügner, Sebastian! Lass ihn raus und du hältst das Maul, hey! Leitner lässt Rissmeier aus dem Schwitzkasten. So, Herr Leitner, wo waren wir am Vormittag? Da war ich beim Zahnarzt. Zeugen? Ja, der Zahnarzt. Ja, wie heißt der Zahnarzt? Dr. Hennecke. Er tippt auf seine Schneidezähne. Alles neu. Ja, wenn's zu weiß ist, dann schaut's ein bisschen unnatürlich aus. Ja. Also, Abflug. Leitner spuckt vor Rissmeier aus. Was ist mit dir? Wie heißt du? Hi. Rissmeier, Toni. Der Ernst war mein bester Freund, der war wie ein Bruder. Mhm. Wo waren wir am Vormittag? Bei der Oma im Pflegeheim. Da bin ich eben Mittwoch so ab 8 Uhr frühstücken. Wir haben, da gehen wir spazieren, dann essen wir Mittag. Und dann Kaffee und Kuchen, dann Abendessen. Ich verstehe schon, jetzt schleißt du. Ich könnte Ihnen noch interessante Sachen über die Turnerwind und diesen Isensee erzählen. Das ist nämlich der Lakai von dem Laden. Ja, da kommen wir gerne mal drauf zurück, aber jetzt gehen wir heim. Er will Leitner folgen. Nein, nix, andere Richtung. Servus. Hubert betrachtet Aufschriften auf den Heckscheiben der parkenden Autos. Du, Hansi, schau mal her, die sind alle von den ISA-Schützen. Ja, da gibt's bestimmt so einige, die da jemand vom Traktor schießen können. Na, war noch lang schon. In der Bäckerei Rattlinger stehen die Beamten an einem Tisch. Sabrina, du bist zu beneiden, da ist noch Licht im Laden. Die Kaffeemaschine läuft ohne Punkt und Komma. Der Kürbis wird ausflippen. Der Leitner, hast du gesagt, ist ein guter Schütze, oder? Ja, der hat die letzten Jahre alle Preise gewonnen. Dreimal hintereinander Schützenkönig. Vielleicht braucht er ein bisschen Abwechslung. Immer nur auf Scheiben schießen, ist ja langweilig, ne? Und der war vorher auch einmal mit der Anita Poschinger zusammen. Aber dann hat sie ihren Ernst kennengelernt und seitdem kracht's zwischen den Herren gelegentlich. So, es geht immer nur um Weiber. Ja, und dann kam ja noch der Streit wegen dem Windpark dazu.
Mit dem Isensee meinst du, oder? Kennst du den? Der glaubt, der wäre der Allergrößte. Wie der da im Ort mit seinem Turnerwind angefangen hat, kam er zu mir in den Laden, macht mir Komplimente, lädt mich zum Essen ein. Dabei wollte er bloß rauskriegen, ob ich Land besitze. Ich, so ein Volldepp. Haben wir ja Anzeige und Schluss. Anzeige? Wegen Schleimerei? Ja, wegen Nötigung, Vorspiegelung falscher Tatsachen. Ja, da hätten wir schon was gefunden. Du hättest was gefunden. Ja, sag ich ja. Breit lächeln Sabrina und Staller sich an. Ein Hochhaus ragt in den weißblauen Himmel. Drinnen gehen die Polizisten eine Wendeltreppe hoch. Ah, jetzt versteh ich es. Turnerwind. Ja, weil wegen die Propeller. Auf jeden Fall lohnt sich's. Die ganze Republik voller Windradl. Sie passieren Plakate. Isensee in einem großen Büro. Da denkt man immer, in der Provinz geht's friedlich zu. Furchtbar. Das heißt, es ist aber traurig, hm? Wie darf ich das verstehen? Was Besseres kann Ihrer Firma doch gar nicht passieren. Jetzt haben Sie Ihren größten Gegner los. Große Gegner sind für unser Unternehmen Leute, mit denen wir auf Augenhöhe verhandeln. Und die sitzen in der Regel in Brüssel oder Berlin und sind keine hysterischen Bauern, die mit Pappschildern durch die Gegend laufen. Einer von den hysterischen Bauern ist ja jetzt aus dem Weg geräumt. Das ist doch schon mal eine große Erleichterung. Will man nicht pietätlos sein, Herr Staller? Herr Staller, für einen Energiekonzern wie die Turnerwind ist so ein Tod ein Image-Gau. In diesem Kaff denkt doch jetzt jeder, wir hätten den Posching auf dem Gewissen. Ja, das können wir jetzt mal so stehen lassen. Und sonst? Bitte? Ich glaube, der Kollege will wissen, wo Sie gestern Vormittag waren. Auf Geländeerkundung, hier im Landkreis. Allein? Natürlich allein. Diese Bürgerinitiative macht meine Arbeit nicht gerade einfach. Die warten doch bloß darauf, dass einer von unseren Leuten hier durchs Gelände marschiert. Können Sie schießen? Jetzt hören Sie mal gut zu, Herr Staller. Ich mache hier meine Arbeit. Wir auch? War ganz eine normale Frage. Jeder kann schießen, wenn es drauf ankommt. Ja, wann kommt es drauf an? Haben Sie eine Waffe? Nein. Entschuldigung. Hubert greift in die Hosentasche. Ja? Mit Handy am Ohr wendet er sich ab. Was? Gut, von mir aus. Ja, das war's dann, Herr Isensee. Hansi, kommst du? Er grüßen Sie unbedingt Herrn Gierwitz von mir. Grinsend zieht Isensee den beiden Beamten nach. Im Streifenwagen. Das heißt, ich soll mich nicht aufregen. So ein schmieriger Arrogantling. Du darfst es nicht so persönlich nehmen, Hansi. Mehr kritische Distanz. Das glaube ich, dass der Kirbitz und der, dass die sich gut verstehen. Viel schlimmer können die von der Atomkraft auch nicht sein. In der Werkstatt hebt Yazid Stallers demoliertes blau-weißes Rad mit der Aufschrift Polizei hoch. Ja, ich sag mal 20 Euro. Super, bis wann? Na, kriegst du für die paar Teile, die ich noch verkaufen kann. Er wirft es Staller vor die Füße. Na, das musst du reparieren, Anweisung vom Chef. Ja, sagst deinem Chef einen schönen Gruß. Dauert lang, kostet viel. Ja, wenn es nicht anders geht. Du, ja, sieht man, was du da für eine Schatzkiste baut? Das ist ein Spezialauftrag. Aha. Das ist eine Art Transportbox. Und was wird da transportiert? Sag mal, Isensee, sagt dir das was? Ja, so ein Kunde von mir. Kunde? Ja, sehr angenehm. Barzahler, ohne Rechnung. Was du für die Nase Kiste baut? Nein, dem habe ich in seiner Jagdhütte eine Alarmanlage eingebaut. Was braucht denn der Jagdhütte? Der hat da nicht einmal ein Gewehr. Wo sind die Hütten? In der Habichau, im oberen Waldstück. In der Pathologie hält Staller ein Tütchen mit einer Patrone. Das sind für ganz schöne Aschis. Allerdings Jagdmunition Kaliber 8,50. Ist das was Besonderes? Na, das ist ganz gebräuchlich für Schalenwild. Da ist jeder Schuss tödlich. Poschinger und der Hund wurden übrigens mit derselben Waffe erschossen. Habe ich auch nicht anders erwartet. Sonst was? Ja, eine angebrochene Rippe ist aber schon länger her. Ich schätze mal so einen Monat. Schlägerei? Gut möglich. Sonst war er in sehr guter körperlicher Verfassung. Ein richtig fescher Kerl. Kann es sein, dass du dich ein bisschen zu viel mit Leichen beschäftigst? Keine Angst, ich behandle dich auch gut, wenn es soweit ist. Was das? Moment, der Riedl hat angerufen, die Hundebesitzerin will ihn beerdigen. Ich brauch ihn nimmer. Den nimmt der Hansi, der kennt ihn schon. Anja drückt Staller eine große Styroporkiste in die Hände. Im Dienstzimmer schaut Hubert auf ein Papier. Die Anja macht mich wahnsinnig. Batzt da alles winzig klein auf einer Seite zusammen. Siehst du, es geht schon los mit der Brille. Ach, Schmarrn. Jungs, ich hab die Mitgliederliste vom Schützenverein. Da ist praktisch der ganze Ort drin. Ja, alle herbestellen. Nee, jetzt mal im Ernst. Hier Poschinger, alle beide, der Leitner, Rissmeier, alle drin. Mhm. Ja, weiter. Interessant ist ja dieser Frederik Isensee. Der ist nämlich nicht nur im Schützenverein, der ist im Sportclub, der ist im Verein zur Förderung ländlicher Kulturen, im Taubenzüchterverein und... Lass mich raten, bei der Freiwilligen Feuerwehr. Genau.
Und in jedem Verein hat seine Firma großzügig gespendet. Ja, ist schon ein ganz feiner Mensch. Es nutzt ihm aber überhaupt nichts, solange der Herr Poschinger nicht verkauft. Vielleicht hat er deswegen sein Gewehr aktiviert. Was ist denn mit den Alibis vom Leitner und vom Rüssmeier? Habe ich schon überprüft. Alles okay. Und wenn einer von seinen Schützenkameraden durchtrat ist? Ich meine, der eine oder andere wird bestimmt sein Grundstück verkaufen. Kommt er aber nicht, solange der Poschinger nicht verkauft hat. Und dann schauen wir uns den Verein vielleicht einmal an. Ne? Riedl kommt. Frau Schwarzhuber ist da. Soll ich Sie zum Gewiss reinschicken? Okay. Wut, Riedl. Nimm um Gottes Willen den toten Hund mit. Schwungvoll stellt er die Kiste auf den Tresen. Riedl nimmt sie und geht. Der Streifenwagen parkt vor der Gaststätte Schützenhaus. Im Schießraum steht Leitner mit Gewehr im Anschlag. Herr Leitner! Der trägt Ohrenschützer. Herr Leitner! Hallo, Herr Leitner! Hubert tippt ihn an. Alter, Vorsicht, Vorsicht! Keine Angst, meine Herren. Ich treffe nur, wenn ich will. Er hält Hubert die Waffe hin. Da, wollen Sie mal. Nein, wir sind ja nicht zum Spuren da. Der Kollege schießt wohl normalerweise nur mit der Radarpistole, ja? Entschlossen greift Hubert nach grünen Ohrenschützern, setzt sie auf und nimmt Leitner das Gewehr aus der Hand. Er legt an und trifft in den 9. Ring. Noch zweimal trifft er den 9. Ring. Dann den innersten Kreis, die 10. Staller nimmt die Hände von den Ohren. Beim Schießen sind wir fit. Leitner zielt, 9. Ring. Jetzt haben sie gerade an den Herrn Poschinger gedacht. Und dass er ihnen die Anita ausgespannt hat. 3. Ring. Treffer. Leitner zieht die Ohrenschützer ab. Das mit der Anita ist schon ewig her. Hat aber gerade nicht so ausgeschaut. Ist das ein 8,57er Kaliber? Genau. Habst du noch mehr von den Büchsen? Wir sind ein Schützenverein. Leitner betritt die Waffenkammer. Wenn man schießen kann, ist man gleich verdächtig, oder wie? Wenn man den Mordopfer 3 Wochen vorher schon mal die Rippen bricht, dann schon. Der Poschinger war ein arroganter Sack. Er reicht ihnen die Gewehre. Aber nicht, wenn man viel erbt, dann kann man viel leichter Nein sagen. Für mich geht's hier ums wirtschaftliche Überleben. Was heißt denn das? Da wissen Sie, ist meine einzige Chance. Deswegen haben Sie den Poschinger erschossen. Ihr werdet doch schon gesagt, wo ich war. Bei mir waren es eben nicht die Rippen, sondern die Zähne. Vielleicht hätte ich es ja machen sollen. Und, haben Sie es? Wenn man für seine Meinung einsteht, dann ist man gleich ein Verbrecher, oder wie? Heutzutage sind doch nur noch Weicheier unterwegs. Wer hat den Schlüssel für die Waffen kommen? Ich und der Poschinger. Und wer hat den Schlüssel von Poschinger? Fragen Sie halt einmal die Anita. Der Streifenwagen fährt am Starnberger See entlang. Also, wenn ich für so einen Job einen Profi brauche, da hole ich mir doch jemanden von woanders. Na, ein einheimischer Killer, der hat schon seine Vorteile. Ich meine, der ist ortskundig. Wenn du einen von außen nimmst, der kennt sich nicht aus und der schießt den Falschen. Also, da fragen wir lieber noch mal den Rissmeier, ob der was weiß über einen Leitner an den Isensee. Geh. Das Polizeiauto hält vor einem schäbigen Bauernhaus. Der untere, weiß verputzte Teil des Hauses ist fleckig, die Holzverkleidung oben und der Balkon verwittert. Vor dem Haus erstrecken sich Wiesen mit Kühen, dahinter die Berge. Das ist ja wirklich ein ganz schöner Platz. Naja, es geht also. Ja, aber wenn da jetzt die ganzen Windmühlen da umeinander stehen. Für die Fledermäuse eine Katastrophe. Was? Naja, die hören den Propeller nicht, fliegen dann rein und nein, dann das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Ein Gemetzel, Hans. Rissmeier kommt aus dem Haus. Hoher Besuch. Grüß Gott. Grüß Gott. Ein paar Fragen hätten wir. Ich zeige Ihnen was. Die Polizisten folgen ihm zu einem Stalltor. Dort öffnet Rissmeier ein Vorhängeschloss und tippt daneben einen Code in ein Tastenfeld. Über ihnen eine Überwachungskamera. Da haben Sie einen richtigen Hochsicherheitstrakt. Das ist nur eine Attrappe. Die richtige finden Sie nie. Bettmer? Haben Sie gewonnen. Rissmeier schiebt das Tor zur Seite. Daran arbeite ich seit Jahren, Tag und Nacht. Der Mensch braucht eine Aufgabe. Im Stall eine glänzende technische Anlage. Das ist mein Wasserkraftwerk, also mehr ein Prototyp. In dem Kasten da drin ist eine Wasserkraftschnecke mit einem speziellen Gewindegang. Was kann die? Die treibt den Generator da drüben an und der setzt die Bewegungsenergie in elektrische Energie um. Wahnsinn. Alles V2A-Stahl, alles selber geschweißt. Ja, und die ganzen Knöpfe da mit den Schaltkreisen, das würde ja alles durcheinander bringen. Alles hier oben drin. Im Hirn. Alle Pläne. Da brauche ich keinen Computer und nix. Mit einem Teil der gewonnenen elektrischen Energie treibe ich diese Pumpe an, die treibt das Wasser durch die gewendeten Rohrleitungen und durch die Verwirbelungen wird das abfließende Wasser energetisch aufgeladen. Schaut aus wie eine Durchlauferhitze. Ja, das funktioniert. Ich muss nur noch die Strömungsgeschwindigkeit optimieren. Logisch. Ja, das hat doch alles da einen Haufen Geld gekostet. Das sind ja Peanuts gegen das, was das Patent einmal wert ist. Mhm.
brauchst du keine Windkraft mehr. Brauchst du keine Windräder mehr, die die Landschaft verschandeln. Ja, das wäre natürlich blöd für die Turnerwind. Die Turnerwind ist dann am Arsch aus und vorbei. Der große Isensee kann Brezen verkaufen, sagt der Ernst immer gesagt. Sagt er nichts mehr, der Ernst. Der Isensee hat ihn gehasst, weil er ihm immer wieder Knüppel zwischen die Beine geworfen hat. Was denn für Knüppel? Der Widerstand eben. Demos, Flugblätter. Das haben wir alles zusammen gemacht und der Ernst immer vorneweg. Der war wie ein großer Bruder für mich. Was ist denn das für ein Typ da, der Isensee? Der Isensee ist ein Verbrecher, dem gar nichts heilig ist. Nicht einmal die Anita. Was denn für Anita? Ja, die Frau vom Buschinger. Was hat denn die mit dem Isensee zu tun? Weit, die habe ich mal zusammen erwischt an der Jagdhütte. Gebückt schleicht Staller an einer Hecke entlang. Hubert schlendert hinterher. Staller lugt um die Hecke. Dahinter eine Jagdhütte, davor ein schwarzes Auto. Der Fuchs ist im Bau. Die Polizisten nähern sich der Hüttentür. Staller hält die Waffe im Anschlag. Staller tritt die Tür auf. Keine Bewegung! Waffe weg! Was fällt Ihnen ein? Waffe weg! Was? Keine Bewegung! Was? Schalten Sie mal das Ding aus. Ding ausschalten! Isensee geht zum Schalter. Auf dem Bett sitzt die Wirtin in Unterwäsche. Hi, Simone. Ja, Herr Isensee, bei Frauen haben Sie echt den Schlag. Er nimmt dessen Gewehr. Von Ihrem Verhältnis mit der Frau Buschinger haben Sie uns gar nichts erzählt? Ach, das ist doch schon längst vorbei. Ich hab's gewusst. Ich hab gewusst, dass da noch was läuft. Bitte, jetzt mach hier kein Drama. Ihr seid doch alle gleich hier, Schweine. Sie steht auf. Das find ich so ein bisschen ungerecht. Schnappt sich ihr Zeug. Dann viel Spaß mit deiner reichen Witwe. Und läuft hinaus. Wir schauen. Isensee trägt Boxershorts. Sie sind zu beneiden. Jetzt haben sie die Frau Buschinger, bald haben sie auch ihren Windpark. Wieso? Ja, ist eine Frage der Zeit, bis die in ihr Land verkauft. Ja, zu beneiden oder halt der Hauptverdächtige. Das können Sie ja aussuchen. Sie sind ja völlig wahnsinnig. Ist das das Gewehr, was Sie nicht besitzen? Sie drehen einem auch jedes Wort im Mund um. Mein Gott, der Waffenschein ist abgelaufen. Ich wollte keine Scherereien. Ja, die haben's aber jetzt. Konfisziert. Schluss mit der Hasenjagd. Hasenjagd. Sie sind ja ein richtiger Scherzkeks. Er zieht sich an. Auch wenn Sie nicht passt, das, was ich hier mache, ist meine Privatsache. Wenn die Privatsache die Frau vom Mordopfer ist, dann schaut's natürlich blöd aus. Riedel steht auf dem Dach des Reviers und dreht am Solarpanel. Girwitz von unten. Bisschen mehr nach links. Na, nicht ihr links, mein links. Also von mir aus nach rechts. Ja. Er hält einen Kompass. Noch ein Stückchen. Herr Girwitz, die Dienstaufsicht ist am Telefon. Soll ich das auf Ihr Handy legen? Na, endlich. Ja, machen Sie mal. Sie werden sehen, Riedel, ab morgen fahren wir elektrisch. Ja, Girwitz. Ja, grüßen Sie, Herr Scholl. Riedel fixiert das Panel. Ja, Elektromobil. Nein, keine Werbung. Ich bitte Sie, Herr Scholl. Nein. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Schönen Tag noch. Ja, ciao. Ja, was habe ich gesagt? Elektrisch. Noch ein Stückchen. Riedel schaut hilflos. Nach links. In der Bäckerei. Also langsam, Hansi. Wir müssen erst die Untersuchung von dem Gewehr abwarten. Ja, wenn der Isensee wirklich was gehabt hat mit der Buschinger, dann ist er vielleicht doch nicht so schlau, wie er tut. Es gibt Männer, die drehen bei schönen Frauen durch. Das ist ein Naturgesetz. Das kann Frauen genauso passieren. Dann sind sie lesbisch. Oh, Entschuldigung. Ja? So ein Schmarrn. Ich bin noch nie durchgedreht. Wegen einer Frau. Ja, nicht. Gut, danke. Das war die Anja wegen dem Gewehr. Und? Treffer. Im Verhörraum. Die Tatwaffe war halt leider ihr Gewehr. Jemand muss das Gewehr gestohlen haben. Und dann ordentlich wieder zurückgelegt, trotz Alarmanlage. Was weiß ich, da will mir jemand was anhängen, das sag ich doch schon. Na, davon wird's auch nicht besser. Für diese Anti-Windkraft-Leute ist das ein Sechser im Lotto. Der Poschinger ist doch jetzt ein Märtyrer für die. Für sie ist das ein Sechser mit Zusatzzahl. Gibst du ein scheinheiliges Getue. Sie wollen ja nichts anderes als endlich loslegen mit dem Bauen. Ja, da war halt der Poschinger im Weg. Das hängen Sie mir nicht an. Ich war auf Geländeerkundung, wie ich schon sagte. Ohne Zeugen. Und bei der Frau Poschinger waren Sie auch auf Geländeerkundung. Ein Schreiben von Dr. Siering im Anwalt, nehme ich an, nicht? Mit der eidesstattlichen Erklärung des Zeugen. Tja. Er gibt es Hubert. Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten, aber bei Mord. Er streckt Isensee die Hand hin, der ignoriert sie. Sie können natürlich gehen, Herr Isensee. Sie werden Dr. Siering schon noch persönlich kennenlernen. Verlassen Sie sich darauf. Und das Elektromobil vergessen wir mal. Schönen Tag. Ja, aber da muss man doch trennen können, Herr Isensee. Ich meine, die Dienstaufsicht hat mir gerade Bescheid gegeben. Man, mir tut immer richtig leid, der Girwitz. Das vergeht ganz schnell wieder. Ja, aber wir haben keinen Hauptverdächtigen mehr. Tja, ich glaube, unsere schöne Witwe, die weiß mehr, als sie sagt. Bei Frau Poschinger. Sie sitzt in der Stube am Tisch. Das mit dem Isensee war eine Riesendummheit. Ich hab's meinem Mann auch so gesagt. Die Beamten stehen. Für den Isensee war er bloß Mittel zum Zweck. Der war bloß das Land. Und das will er immer noch.
Ja, von mir aus kann er's haben. Was? Sie langt über den Tisch und reicht Staller Hefter mit Prospekten. Eigentlich wollten wir ganz von vorn anfangen. Haus mit Olivenhain. Irgendwo im Süden, das war immer unser Traum. Kurpalla, Portaria. Jetzt gehe ich halt allein. Sie wollten auswandern? Das haben sie uns aber nicht erzählt. Das war halt unser Geheimnis. Wir wollten weg von dem Ganzen da, der ständige Druck. Der Kampf mit der Turnerwind. Wir waren einfach am Ende, verstehen Sie das? Ja, und davon hat überhaupt keiner gewusst, Annette. Der ist es ja. Der wirklich ist allerletztes. Hubert dreht ein Spielkarussell. Ja, und was war mit der Bürgerinitiative, wo ihr Mann so engagiert war? Die wären ja komplett enttäuscht gewesen. Ja, eben deswegen ja. Die Bude hätten sie uns eingerannt. Ja, und der Rissmeier, hat der nichts gewusst? Ich meine, die zwei waren doch wie Brüder, hat er jedenfalls gesagt. Der Toni. Ich glaube nicht, dass der was gewusst hat. Jedenfalls hat er mir nie was gesagt. Na, vielleicht hat er mal eins von den Prospekten gesehen. Ich meine, der war ja öfter da. Ja, schon. Hat jemand den finanziell unterstützt? Ja, leider. Der Toni war ja ständig pleite mit seiner komischen Turbine da. Mein Mann war einfach zu gutmütig. Toni Düsentrieb hat er ihn immer genannt. Ja, das passt. Der Herr Leitner, der wäre bestimmt gern mit Ihnen in den Süden gefahren. Der Sebastian, mein Gott, das ist bei 20 Jahren her. Aber ich glaube, der ist nie ganz drüber hinweggekommen. Ja, den Eindruck haben wir auch gehabt. Kann es sein, dass der was mit dem Mord an ihrem Mann zu tun hat? Frau Poschinger schaut weg. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber der hat mir einmal im Jahr angerufen. Einmal im Jahr? Ja. Dann hat er gesagt, heute ist unser Kennenlerntag. Ich warte auf dich. Und dann hat er aufgelegt. Ich habe meinem Mann nie was davon erzählt. Die haben sie ja eh andauernd gestritten. Das ist wirklich komisch, dass er bei mich einmal im Jahr eine Frau anruft. Dann hättest du deine Quote verdoppelt, ja. Im Streifenwagen telefoniert Hubert auf dem Beifahrersitz. Ja, Herr Ge. Ja, Herr Gewitz, das verstehe ich natürlich. Dienstlich verhindert. Klar. Ach, der nervt. Was ist? Jetzt müssen wir zu Schwarzhuber. Was soll man da? Ein Hund beerdigen, weil er keine Lust hat. Vor einem Haus stehen Hubert, Staller und Riedel hinter Frau Schwarzhuber. Die hält Zettel. Jetzt warten wir nur noch auf Ihren Chef. Also, von dem sollen wir ganz lieb grüßen, aber der ist leider verhindert. So, wir werden dann soweit. Aber wann wollen Sie denn gehen? Ich will Sie doch vorstellen. Hier, das ist der Herr Yazid. Er ist ein ganz feiner Kerl. So schön macht er das und so fleißig. Hier. Sie verteilt die Zettel. Das sind ein paar Lieder, die wir nachher singen werden. Ein süßer Hund, gestern noch getollt und so gesund. Entschuldigung? Er greift in seine Tasche. Ja? Was? Das gibt's ja nicht. Mit Maschinengewehren? Ja, wir sind gleich da. Hansi, Notfall. Soll ich mit? Ja, du bleibst da. Was ist denn los? Keine Lust mehr. Gott sei Dank, ich hab schon Angst gehabt. Sie steigen ein und brausen davon. In der Bäckerei betrachtet Sabrina die Liederzettel. Für die Schwarzhuber ist das nicht so schlimm wie für die Poschinger, weil die hat ja noch einen in Reserve, also einen Hund jetzt. Klassische Vorratshaltung, das ist die Kriegsgeneration. Bellst du auch noch so ferne, bist du doch immer da. Du bist einfach wunderbar. Oder hier, du kehrest wieder jede Nacht und lässt mir keine Ruhe. Ich streichle und ich füttere dich, werf dir ein Stöckchen zu. Wer schreibt denn so einen Blödsinn? Das sollten wir singen auf einer Hundebeerdigung. Da kriege ich ja gleich eine Gänsehaut, wenn ich mir vorstelle, dass mitten in der Nacht mein toter Hund wieder auftaucht. Da darf ich ja schreiend davonlaufen. So hast du gar keinen Hund. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, du hast den noch selber erschossen. Ja, und triffst ihn auf einmal wieder. Okay, Hansi. Ja, aber du glaubst bloß, dass er ist. In Wirklichkeit ist es gar nicht. Jetzt nervt's. Weil's nämlich der Doppelgängerhund ist. Ein Doppelgängerhund? Fußball, Hupsi. Der Pepe ist aus dem Spiel, aber wir haben noch einen auf der Reservebank. Sabrina, geht alles auf mich. Vor dem Haus reicht Yazid Frau Schwarzhuber beide Hände. Riedel trägt den Terrier. Der Streifenwagen hält. Da haben Sie was versäumt, das war so schön. Will ich gerne mal her? Ja. Mit Hund. Hubert hält Riedel die Fondtür auf. Du kriegst doch einen Herzkasperl, wir will den Hund mitnehmen. Sie sind von der Polizei, wir dürfen alles. Was machen Sie denn da? Ein Foto für die Zeitung. Ich will auch in die Zeitung. Die drei Polizisten stehen vor dem Hochhaus der Turnerwind. Riedel ins Handy. Nein, das geht nicht, Herr Isensee, weil es ein Einschreiben ist. Das müssten Sie persönlich unterschreiben. Er hält den Hund. Ja, ja, leider. Ja, ich stehe unten am Eingang. Ja, bis gleich. Wiederhören. Er kommt. Super gemacht, Riedel. Du weißt, wie er es platziert? Ja, logisch, die findet er auf jeden Fall. Ich habe ihn vorhin noch dran schuppern lassen, gell? Achtung, ich glaube, er kommt. Sie tauchen hinter Büschen ab. Isensee schaut sich suchend vor dem Gebäude um.
Gebückt lässt Riedel den Hund los. Der trägt einen schwarzen Hundepullover und Glitzerhalsband. Der Hund flitzt an Isensee vorbei, der geht ins Gebäude zurück. Na, Hansi, der war's auf keinen Fall. So einen Hund hat der noch nie gesehen, sonst hätte er anders reagiert. Im Revier bei Sonja im Vorraum. Sag mal, seid ihr wahnsinnig? Die Schwarzwald macht mir hier die Hölle heiß von wegen Hundeentführung. Ich hab die jetzt im Gürwitz durchgestellt. Ist das super? Ja, super ist der Anwalt vom Isensee auch. Eidesstattliche Erklärung des Zeugen und damit ist der Isensee komplett raus. Ja, saublöd ist das. Es bleibt noch der Leitner. Der hat ein Motiv, der war aber zur fraglichen Zeit beim Zahnarzt. Was ist mit dem Rissmeier? Was soll mit dem Rissmeier sein? Ja, wenn der das doch gewusst hat, dass der Poschinger da alles hinschmeißen will. Ja, stell dir mal vor, der große Bruder weg, Geld weg. Aber der war doch bei seiner Oma. Ja, dann check du noch mal die Oma. Ich meine, so eine Oma macht für einen Enkel alles. In Girwitz Büro. Haben Sie in letzter Zeit so viele Zombie-Filme gesehen? Das ist doch eine Schnapsidee. Das ist doch kein Zombie. Das ist bloß ein Doppelgänger. Ja, außerdem lebt der noch. Ja, und für so ein Bauerntheater entführen Sie einen Hund? Ja, haben Sie vielleicht eine bessere Idee? Der sieht aber schon ziemlich müde aus. Ist normal. Hunde und Löwen verschlafen 60% vom Tag. Ja, aber wenn es um die Wurst geht, dann sind sie wieder fit. Ja, dann besorgen Sie eine und hauen Sie rein. Die schwarze Wurst steht gleich auf der Matte. Und ich weiß von nichts. Er winkt sie raus. Das Fendt-Diesel-Ross steht vor Poschingers Bauernhaus. Mein Gott, von der Seite schaut er fast aus wie der Ernst. Das ist richtig unheimlich. Ja, das ist der Sinn. Entschuldigung. Sonja, was ist denn? Es geht gleich los. Auf dem Traktor sitzt Staller. Echt? Aha. Gut, danke. Das war die Sonja, die hat mit dem Arzt aus dem Altenheim gesprochen. Und? Ja, also die Oma vom Rissmeier ist geistig vollkommen verwirrt. Die weiß noch nicht einmal, wie es heißt. Dann können Sie losgehen. Hubert tippt auf die grüne Karosserie und geht zum Streifenwagen. Staller fährt los. Er trägt Poschingers Filzhut und ein kariertes Hemd zur blauen Latzhose. Mit verschränkten Armen schaut Frau Poschinger den beiden Fahrzeugen hinterher. Die orangefarbene Sonne steht tief über dem Starnberger See. In der Dunkelheit stehen Hubert und Riedel in Polizeiuniform und Staller in Poschinger-Verkleidung vor Rissmeiers Haus. Schaut gut aus, Hansi. Riecht das dann aus? Ich glaube, jetzt schlaft er. Also, auf geht's. Der Hund liegt auf Riedels Arm. Staller geht zum Traktor und schwingt sich in die breite Sitzschale. Er macht die vorderen Scheinwerfer an. Hubert und Riedel schleichen zur Haustür. Hubert lässt den Hund an etwas lecken und wirft es dann vor die Tür. Die Polizisten huschen zum Traktor und ducken sich dahinter. Langsam fährt der auf die Tür zu und stoppt in etwa 3 Meter Abstand. Schlaftrunken taumelt Rissmeier aus dem Haus. Staller schaltet 4 helle Scheinwerfer auf Höhe seines Kopfes an. Weg! Hab! Hab, du Mistviech! Er tritt nach dem Hund. Sieh mir doch nicht hin! Wütend greift er nach einem Besen. Staller erhebt sich. Ernst? Ich wollte es nicht. Ernst? Ich wollte nur anschießen, dass er nicht weg kann. Du warst dieser Scheißköter, ich wollte ihn noch nicht umbringen. Das müsst ihr glauben. Hubert und Riedel führen ihn ab. Es ist Tag. Der Streifenwagen hält vor dem Revier. Mit dem Solarpanel steigt Riedel eine Stehleiter herunter. Unten steht Sonja. Stopp, 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 Sonja. So wird das nix. Er steigt auf die andere Leiterseite und greift zum Panel. Was macht's denn überhaupt? Der Gewiss kann das Ding nicht mehr sehen. Aha, auf einmal. Ja, weil die Kollegen in Mühldorf den Wettbewerb gewonnen haben. Das Panel fällt runter. Hoppala! Jetzt zeigt's nach Süden, Hansi. Isensee steigt aus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So ein Quatsch werden Sie nämlich bald nicht mehr brauchen. Ja. Er hält einen Umschlag hoch. Was soll das jetzt? Eine Einladung zur Grundsteinlegung für unseren neuen Windpark. Ich bin ja nie nachtragend. Steht Ihnen, wenn Sie böse sind. Ach ja? Ich hab da auch noch was für Sie. Eine Anzeige wegen unerlaubten Waffenbesitz. Ja, und die Reifen sind völlig abgefahren. Grinsend zieht Sonja die Augenbrauen hoch. Das war Hubert und Staller, viel Wind um nichts, aus dem Jahr 2013. In weiteren Rollen Paul Sedlmeier als Riedel, Annette Fleischer als Sonja, Hannes Ringelstetter als Yazid. Drehbuch Philipp Kettner, Regie Jan-Markus Lienhoff. Eine Hörfilmproduktion des Bayerischen Rundfunks. Text Heide Völz. Redaktion Bernd Benecke und Elmar Dosch. Tonmischung Michael Heumann. Sprecher Florian Schwarz.